Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Dragon Quest Builders 2. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob die da schon fertig sind. Ich habe nämlich gerade vorhin mal das Spiel einfach im Leerlauf laufen lassen. Und jetzt könnte ich mal schauen. Kann ich dich platzieren? Okay, ich kann dich platzieren und es müsste... Es geht aber so weit rein hier. Oh nee, der ist falsch platziert, das sehe ich gerade. Der geht ja hier voll rein in die Wand, ne? Moment, Bauplan entfernen. Ja, ja, bin ich mir sicher. Da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet, ne? Da. Yep. Da ist es richtig. So, hier muss ich nur, weil das sieht man ja ein bisschen mehr jetzt von der Seite, von der Küstenseite hier, ist es mir eigentlich total latte, wie es ausschaut. Es schaut ja gut aus. Es ist jetzt nicht so, dass es hier irgendwie schlimm wäre, aber warum fehlt denn hier schon wieder was? Manchmal habe ich den Eindruck, dass die zwar schreien, sie sind fertig, aber irgendwie doch nicht. Weil da fehlt jetzt zum Beispiel so ein Teilchen und da oben auch. Also eins von diesen, ups, Kleeblatt-Dingern. Oder habe ich die, nee, die habe ich nie hingemacht, ne? Das kann auch sein. Mal schauen, ob ich welche einstecken habe, dass ich das gleich mal ausbessere. Wenn nicht, dann sind sie vorne in der Kiste. Das müsste ich eh alles mal herholen. Dass sie nicht so weit zu latschen haben. Ja, komm. Hol mir die Kisten mal her. Keine Ahnung, wo ich jetzt lang gehe. So, da wollte ich ja auch noch machen. Oh ja, da könnte ich doch heute mal... Obwohl ich ja da hinten machen wollte, ne? Aber da könnte ich doch heute mal mich darum kümmern, zu schauen, wie weit ich noch in ungefähr gehe, weil... Moment, wir machen uns mal ganz kurz welche von den Plänen. Baupläne, weil wir müssen die ja sowieso machen. Also zum einen... Den hier. Genau, Grünstift und Rotstift, das sind, glaube ich... gleich, nur der eine nach links, der andere nach, genau, also den da brauche ich jetzt mal. Ja, und wir brauchen einmal einen Turm. Nur den Turm. Das ist aber der Eckturm. Jawohl, den könnten wir ja danach dann dran setzen. Ich glaube nicht, dass ich noch viel weiter gehe. Ich mache mal die Gelbstift noch. Oh, habe ich die blaue schon? Da wird nicht nachgeschaut, ne? Wenn ich die da immer finden würde, so schnell. Da, Grünstift meine ich natürlich. Dann machen wir das mal so. Dann machen wir das mal hier. Und einmal zack und einmal weg. So, dann haben wir die nämlich schon mal weg wieder. Da muss ich halt gucken, ob ich den richtig hinstellen kann. Ja, geht, klar. Den muss ich nur so anreißen. Dann habe ich die Durchgänge da. Ja, das passt. So. Erstmal den da. Genau. Das heißt, die brauche ich gar nicht. Ach nein, Quatsch. Quatsch. Ich muss den anderen nehmen, weil wenn, dann müsste ich jetzt hier einen Turm dazwischen stellen und es geht nicht. Warte mal, außer ich mache Folgendes, das müsste ja auch funktionieren. Und zwar den hier drüber. Über diesen, weil die sind ja von der Deko her symmetrisch gemacht. Genau, weil dann müsste da nämlich gar nichts gemacht werden. Dann wäre das nur noch, dann wäre das nur noch der Turm. Alles andere ist da. Jo. Ja, perfekto. Ja, dann kann ich das so machen. Genau. So machen und dann nur einen Gang, der dann da hinkommt. Der Gang ist ungefähr, also ungefähr bis daher. Das ist doch eine schöne Fläche hier. Weil da kommt dann nämlich... da läuft ja dann auch eine Mauer hier entlang, in die Richtung. Und dann kommt hier natürlich ein großes Tor rein mit diesen Fallgittern.
Ja. Gut. Dann lasse ich den mal in der Tasche. Dann weiß ich ja ungefähr, wo es hinläuft. Also ich markiere das jetzt einfach mal hier so und passt es schon. Wir wissen auf jeden Fall, dass das Feld hier auch weg muss. Nee. So. Jetzt könnte ich mal den Eimer gleich wieder ins Inventar schmeißen. Musst du was essen? Ja. So, also man sieht schon, ich muss auf jeden Fall die Scheune und das Ganze drumrum muss ich alles wegmachen. Ist aber auch kein Thema, weil ich wollte die Felder sowieso ganz anders jetzt anlegen, weil die Mengenverteilung einfach Mist ist. Also ich bekomme Massen an Reis, ich bekomme Massen an Weizen und sowas wie Kaffee wird halt, obwohl ich 3 oder 4 Felder habe, fast gar nicht bearbeitet. Also die Felder schauen sehr häufig unbearbeitet aus. Von daher muss ich das alles ein bisschen ändern, dass es gleichmäßiger läuft. So, der versteckt sich im Busch. Ah, ich habe dich trotzdem gesehen. Ah, okay. So, wir brauchen hier. Ich würde sagen, dass ich diesen Platz jetzt erstmal, auch wenn ich mit Sicherheit noch sehr viel ändern werde. Aber ich denke, dass ich den Platz hier erstmal komplett mit Kies mache und dann kann ich Wege und so weiter immer noch anlegen. Also dann kommt hier ungefähr. Warte mal, wie lang ist denn so ein Element? Ich weiß es jetzt leider nicht. Schauen wir mal. 5. 10? 15 genau, okay. Es geht auch nur ungefähr drum, ne? Das ist auch klar. Also wir haben so 5, 10, 15. Also bis dahin ungefähr geht dann noch dieser längliche Teil. Und dann kommt ja der Turm und da denke ich mal, kann ich mindestens noch 3 weitergehen. Also das ist jetzt ungefähr das Gebiet, was hier dann frei ist. Also quasi der Empfangsbereich, wo dann Gäste halt reinkommen. Ihr wisst schon. So, da mache ich es jetzt wieder ganz geschickt. Da mache ich es natürlich jetzt erst einmal hier mit dem Stein. Nur, dass ich das jetzt schon mal auch angerissen habe. So. Eingangsbereich. Hier ist das Tor. Man kommt hier rein. Besser gesagt, ich mache ja 2 Tore. Das heißt, ich muss ich habe eh nichts mehr einstecken an Kies. Ne? Muss ich mal eh machen. Schade, dass man nicht ganze Flächen tauschen kann. Gucken wir mal, was generell noch fehlt, weil die ja hier auch noch schreien. 15 davon. Wir machen jetzt gleich mal 200. Das sind Steine, die habe ich komplett in der Kiste, weil ich die nicht brauche bei mir. Säulen, okay. Würde ich sagen, machen wir auch mal 200. Brauche selber auch welche immer wieder mal. Aber die mache ich mir dann separat. Noch was? Nein. Halt, ich wollte aber da meinen Kies haben. Ja, Kies. Ja, machen wir einfach mal 1900. Dann habe ich 2 Stacks auf jeden Fall hier. Dann passt das. So, ihr braucht hier auch noch was. Oh, da hatte ich sogar noch welche einstecken. Dann noch irgendwas hier? Nein. Und hier? 26 von denen. Wie viel können wir denn machen? Ich glaube, ich habe hauptsächlich eh das Zeug hergestellt für die.
Machen wir einfach mal alle und hauen gleich wieder in den Schmelzofen, den ich wo habe. Habe ich den im Inventar? Nö. Ah, da vorne. Da vorne steht er. Ja, da. Die Farben sind auch schon fertig. Da kann ich gleich mal wieder reinhauen. Okay, 300 Glas habe ich jetzt gemacht. Aber ich würde sagen, ich mache gleich nochmal. Lieber im Vorrat haben. So, lass uns mal schauen, wie viel wir an schwarzer Farbe dann herstellen können. Weil weiß, ihr seht es ja selbst, ne? Ich könnte hier alles in weiß machen. Wirklich alles in weiß machen. Warte mal, du kommst da überhaupt nicht rein. Die Farben, die sind mir gleich. Die können ja da drin sein. Schön, dass das jetzt gepasst hat. Ansonsten... Okay, was ist hier noch? Okay, da habe ich natürlich... Ja, man sieht auch hier, ne, der Reis, das ist Wahnsinn. Und nochmal hier über 1000 Weiß, das ist... Okay. Kann ich hier noch irgendwas reinschmeißen, was ich einstecken habe? Ich würde eigentlich gerne was Vernünftiges mal zum Essen mitnehmen, aber okay. So, dann lass uns mal gucken, wie viel Schwarz können wir denn machen. Wir haben jetzt 983 Schwarz, klar durch die 600, die ich jetzt rausgeholt habe. Und wir könnten nochmal 900 machen. Dann machen wir doch hier einfach 3x300. Und dann brauche ich nämlich auch nicht mehr so gucken wegen den Feldern. Also klar, ich mache natürlich überwiegend Kaffee dann später, aber ernsthaft? Ja. Vergessen anzugeben, ne? So. 100. So, dann haben wir gleich nochmal 900. Das ist doch nice. So, halt, warte mal. Schau mal, ob du die Farbe hier noch irgendwo mit reinbekommst. Ne, die geht nicht. Aber hatte ich nicht hier schwarz drin? Doch, da ist schwarz drin. Das ist nice. So. Dann gehen wir mal darüber ganz kurz. Wir lassen die Kisten jetzt einfach mal da stehen. Ich tue mal das Glas hier mit rein. So, dann bekommt ihr Glaskistensäulen. Das da und das da. Davon habt ihr eigentlich noch, aber da muss ich mal neue herstellen. Und dann... Ja, da stelle ich mir neue her, weil die brauchen das ja wesentlich wichtiger wie ich jetzt. Zack, zack. Da muss ich auch noch was herstellen. Ich denke auch mal, dass ich noch... Also von denen muss ich auf jeden Fall noch was herstellen. Feuerschalen. Ja, ich brauche allerdings selbst noch welche. 6. So, 7, 8. Passt. 8 Stück habe ich. Die behalte ich mal nicht drin. Kann ich mir auch neue machen. Und das war's. Alles klar. Dann einmal bitte schlafen. Ich mache das immer. Das stört mich einfach, wenn da keine Musik dudelt. Auch wenn es immer die gleiche ist. Aber die Melodien sind so schön, finde ich, von Dragon Quest. Nicht alle, aber das ist jetzt zum Beispiel eine von den liebsten Melodien. Von mir zumindest. So, dann... würde ich gerne mal hier noch einen kleinen Teil tauschen. Mal schauen, wie weit. Ich würde sagen, jetzt einmal nur 3 Felder. Also so ein Stück hier, 3x3. Glaube ich, gut.
Es haut nur vom... Ja, das ist egal. Das muss ich dann dementsprechend anpassen. Das passt schon. So. Hier das Gleiche. Ja, ich glaube, das ist eh viel zu viel. Mehr, als ich jetzt brauche. Aber ist egal, dann habe ich das jetzt schon mal irgendwie vorbereitet. Weil ich habe nämlich mal ein wenig rumprobiert und dann kam mir da eben eine relativ gute Idee. Also ich finde es zumindest gut. Jetzt brauche ich nur Feuerschalen und die habe ich, glaube ich, alle in die Kiste rein, ne? Nee, habe ich nicht. Ich habe ja extra die 8 behalten. So, nimm mal deinen Arme in die Hand. Man hat ja hier diesen Eingang. Und dann könnte ich das eigentlich hier so am Weg im Grunde machen. Das wären dann noch 5. Das passt eigentlich total gut. So, dann gucke ich mal, ob das jetzt halt so gut ausschaut, wie ich mir das erhoffe. Also zumindest hoffe ich, dass es euch gefallen wird. Dann brauche ich die Steine. Ja. Muss ich immer einen daneben setzen. So, jetzt ist nur die Frage, ob ich... Jetzt mache ich erst einmal so. So, ich brauche den diagonalen Meißel. Das wollte ich schon so lang machen, ihr glaubt es gar nicht. Nein, das war falsch. Ich brauche den konkaven Meißel. Yes, weil ich habe nämlich jetzt halt hier so eine Art Feuerschalen und ich finde das total nice. Den da bitte, danke. Vor allem, wenn es dunkel ist, schaut es richtig gut aus. Und was ich dann noch gemacht habe, ist... Diese Augen hier, deswegen habe ich dann nämlich auch 2 Stück, die habe ich mir geleistet. Die habe ich dann hier oben drauf gesetzt. Und es hat echt, oh. Vor allem durch das, dass es dann auch noch so pulsiert und dann das Feuer hier unten drin ist. Also ich finde das klasse. Ihr könnt mir gerne mal sagen, wie ihr das Ganze findet. Und das wollte ich eben hier den Weg entlang machen, links und rechts. So immer ungefähr mit 5 Feldern Abstand. Dann so ein Dingsi hinmachen hier. 4, 5, das heißt, es wäre dann hier, da brauche ich halt nur noch ein paar von diesen Augen. So, 2, 3, 4, 5, dahin. Müsste passen, oder? Ja. 3, 4, 5. So, ich mache das jetzt nur mal bis daher, weil ich weiß ja noch nicht, wie weit die Mauer geht und so. Okay. Okay, ich glaube, die werden dann sowieso wieder wegkommen. So, das Dumme ist jetzt halt nur, ich muss dann die Feuerschalen natürlich noch drunter bekommen, aber ich glaube, das schaut richtig nice aus, wenn man dann hier diesen Weg entlang läuft. Finde ich gut. Also mich begeistert es. Jedenfalls. Ich hoffe sehr, dass es euch auch gefällt. So, dann habe ich das und dann wollte ich ja eigentlich mit euch da hinten etwas Bestimmtes machen, was Spezielles machen. Wo ich allerdings noch nicht weiß, ob das jetzt dann wirklich so hinhaut, wie ich mir das denke. So, das, was ich jetzt mache, ist...
Ich glaube, ich hau das nochmal raus. Ich glaube, ich hau das nochmal raus. Ich habe leider nicht mehr diese Dingsteine da. Die zerbrechen, wenn man draufsteigt. So. Machen wir doch einfach mal so. Das hätte ich dann eigentlich auch mit dem Granit machen können, ne? Gott, was? Nein, nein. Ah, das Fünfer. Oh Gott, ich habe vergessen, wie ich den großen Schlag mache. Ja, okay. Ich hab's wieder. Oh meine Güte. Manchmal, es gibt wirklich so Tage, ne, da steht man ein bisschen auf der Leitung. Und dann sind solche Kleinigkeiten dann immer so Schock. Warum weiß ich jetzt nicht mehr, warum? So. Der muss dann natürlich weg. So, ihr baut hier. Der König ist selbst mit am Klopfen, ne? Das ist schön. Okay, dann. So. Jetzt muss ich. Und ich bin mal gespannt, ob ihr mir sagen könnt, was ich da vorhab. aber ich glaube, ihr wisst's, ne? Boah, das ist halt nur blöd, weil ich es wirklich so einzeln machen muss. Ah, so könnte ich es machen. Das geht auch schnell. Ganz konzentriert jetzt gerade. Was hast du dahin gemacht jetzt? Ist das Schnee? Nein, ich habe Schnee platziert. Schnee, ja. Oh meine Güte. Oh meine Güte, Leute, ist das... Oh, das ist peinlich. Das ist ja so blöde. Das ist das Einzige, was der Vorteil ist am Schnee, dass ich das auch mit dem Schwert wegklopfen kann. Aber warum habe ich jetzt da Schnee eigentlich drin? Wo hat mich das gebraucht? Ich weiß es nicht mehr. So, jetzt mache ich es aber gleich so. Weil ich glaube nämlich, dass ich da um einiges schneller bin. Ja, also... hups. Diagonal, wenn ich gehe, dann ist es doch ein bisschen besser. Kann zwar mal so ein Verbauer mit reinplatzen, aber das ist ja wurscht. So. Nein, da reicht das Schwert nicht. Warte mal, kannst du den auch gleich wegmachen? Sollte zwar nur der eine sein, aber ist ja wurscht. So, da kommt bestimmt keiner drauf, was ich hier mache. Okay, dann warte mal. Machen wir es so. Und dann kann ich nämlich durchlaufen. Riesige Farne ist, was du brauchst. Ja, dann kauf doch mal welche oder geh looten irgendwo. Was belästigst du mich damit? Na, hast doch eine Bohne. Kannst du doch auch essen. So, jetzt muss ich nochmal ganz kurz, dass ich da auch ja nichts falsch mache. Ja, da taucht schon. Da taucht. Man muss ja immer drauf achten, ne? Dann, wo ist das weiße Feld, wo ist das schwarze Feld? Also in dem Fall immer dann links das weiße. So.
Ich weiß allerdings noch nicht, wie ich die Figuren mache. Und das hoffe ich, dass ich mit euch gemeinsam rausbekomme. Ich habe mir auf jeden Fall gedacht, wir machen so eine Art helle Seite und dunkle Seite. Von dahin wäre dann zum Beispiel der falsche Götze, ich weiß bloß, er braucht, glaube ich, nur einen Platz, wäre zum Beispiel der König, und das Monstermonument, glaube ich, braucht auch nur einen Platz. Das wäre dann im Grunde die Königin. So, und König steht in dem Fall auf dem weißen Feld. So. So, und die Königin natürlich dann auf dem schwarzen Feld. Die steht immer auf dem schwarzen Feld. Okay, hätten wir ja schon mal das geklärt. Dann brauchen wir noch irgendwas für, ja, für alles Mögliche, aber auch für die Bauern zum Beispiel. Springbrunnen als Läufer bei der weißen Seite, das wäre doch was. Weil die plätschern ja nicht, solange kein Dingsi da ist, ne? Dann können wir da die Statue. Wo bist du? Hab ich dich nicht einstecken irgendwie? Wir können die Statue hier machen als Königin. So. Als König ist dann natürlich die Frage, was nimmt man da, ne? Habe ich da irgendwas als König? Eine Zierrüstung vielleicht als König, aber das ist recht wenig, oder? Man muss ja immer darauf achten, dass man etwas nimmt, was nur einen Platz füllt. Im Grunde wäre das nicht mal so verkehrt. Die Zierrüstung als König dann jetzt eben. Why not, ne? Wenn man das Spiel hier macht, dann weiß man ja, was was ist. Dann einmal bitte ins Bett. So, wir brauchen dann also auch 8 schwarze, 8 weiße Bauern. Und da habe ich gedacht, die werden zwar ein bisschen zusammengeknufft, aber da würde ich die hier nehmen, die Schleimis. Die sind halt ein bisschen dicker als ein Feld, aber das ist ja egal. Die Bauern sind ja sowieso die Vorhut, ne? Die sollen ja niemanden durchlassen. Haben wir dann natürlich die weiße Seite. Oh Mann. Und natürlich die schwarze Seite. Nice. So, jetzt wäre die Frage, zum Beispiel auch Türme. Die Türme, was könnte man denn bei der weißen Seite als Turm machen? Ha! Brunnen. Ganz klar. Dann haben wir für die weiße Seite auf jeden Fall schon mal Brunnen. Wir können die halt leider nicht färben, aber ist ja in Ordnung. Und bei der dunklen Seite, jetzt habe ich gerade gedacht, vielleicht ein Rohr zu nehmen. Aber nee, ein Turm, da könnten wir irgendwie so ein Kreuz oder was nehmen. Ja. Oder was haben wir da bei den dunklen Sachen noch? Wir hätten auch die hier noch, ne? Die stapelbaren Dracos. Die könnte man für die dunkle Seite auf jeden Fall einsetzen. Nur weiß ich jetzt noch nicht, wo. Das könnten zum Beispiel die Läufer sein. Weil die können ja fliegen. Insofern können die natürlich
den Läufer symbolisieren. Wir machen jetzt da auch einmal ein bisschen gleich Dingsi, ne? Hier ein bisschen verstellen. Nein. Das muss natürlich auch in die richtige Richtung. Achso, der ist da hochgejumpt. Schon gedacht, wo er hin ist. So, dann hätten wir noch unsere zwei Türme. Als Springer ist dann auch noch die Frage, ne? Und hier immer noch als Türme. Weil es muss ja ein bisschen auch. Die Säulen können wir nehmen. Wir können die Säule nehmen als Turm. Und zwar diese hier. Yes. So, und naja, gut, die Brunnen haben wir jetzt als Türme, ne? Da kann man leider keine zwei übereinander stellen, weil die hängen dann nicht zusammen. Als Läufer? Ich mache jetzt mal zwei, aber ich glaube, der braucht mehr Platz, oder? Du brauchst, glaube ich, mehr Platz wie nur einen, oder? Nee, du brauchst nur einen Platz. Dann könnten wir da unsere Läufer machen. Ja. Why not? Ich könnte jetzt mal, dass man das Ganze auch ein bisschen in Bewegung sieht, ne? Gehen wir mal mit dem hier vor, machen den da weg. Der kommt dann seitlich hin, weil der wurde geworfen, ne, ist klar. Der hier zwei vor, der da war zwei vorne und dann einmal beim nächsten Zug, zack, weg. Ist recht ulkig anzusehen. Ich weiß bloß nicht, ob ich die Schleime wirklich lasse. Ich habe nämlich auch schon gedacht, dass ich einfach diese Dinge hier nehme, weil die kann ich hier färben. Wäre auch eine Möglichkeit als Bauern. Naja, gut. Aber ich denke, das passt schon. Bloß die Säulen, die sind mir noch... Oh, ich brauche noch Läufer hier für die... Ah nee, die Läufer habe ich ja. Genau, das da wären dann die Springer. Genau, das wären die Springer. Wir brauchen noch Springer. Och, Verwirrung pur, ne? Was können wir als Springer nehmen? Bei der weißen Seite. Da habe ich nichts, ne? Ach doch, freilich. Juwelchen könnte ich nehmen. Mal schauen, wo die... Wo die ist. Hä? Wo habe ich denn Juwelchen gesehen? Habe ich das, die nur im... Ach, die kann ich gar nicht herstellen, ne? Da, einmal habe ich sie. Die braucht auch nur einen Platz. Als Springer, ne, die ist ja eher im Rumspringen. Da wäre auch der Slime recht gut. Dieser Quecksilberschleim. Okay, da muss ich nochmal gucken, ob ich Juwelchen nicht nochmal irgendwo habe. Ich glaube ja. Dann würde ich nämlich die zweite dann da auch noch mit hinstellen. Auf jeden Fall, weil ich glaube, die kostet von den Punkten her zu viel, als dass ich die jetzt halt Bauern mal Gegenstände. Schauen wir halt mal, was sie kostet. Wenn es nicht mehr sind wie 2000 oder so, dann kann ich sie auch so machen. Vielleicht da hinten.
Achso, das ist der Silberschlamm, ne? Aber da gibt es ja auch dann dieses Silbermonster hier. Dieses da, Flüssigmetallsuppe. So, der braucht auf jeden Fall 4. Und dann haben wir noch den Berserker-Statue. Die hätten wir auch noch. Siehst du mal, ne? 5000. Ach komm, man gönnt sich doch sonst nichts. So. Yep. Und damit haben wir ein Dragon Quest Schach. Dunkle Seite gegen helle Seite. Boah. Ich find's okay. Leute, ich hoffe sehr, dass euch der Part heute hier gefallen hat. Lasst mir doch gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.